Hallo zusammen. Im heutigen Video geht es um das Stoffteilchenmodell und die verschiedenen Teilchengrößen. Dieses Video besteht aus zwei Teilen. Teil Nummer 1 ist für alle Niveaus gedacht. Teil Nummer 2 ist für M- und E-Niveau gedacht. Aber auch die G-Niveau-Schüler dürfen sich diesen zweiten Teil natürlich gerne anschauen und auch mitdenken und überlegen, warum da jetzt was passiert. Starten tue ich jetzt aber mal mit Teil Nummer 1. Als allererstes schauen wir uns mal an, was wir hier für Materialien haben, beziehungsweise was ich hier schon vorbereitet habe. Auf der Seite hier habe ich ein Gemisch aus Stärke und Jod. Wenn ich die beiden zusammengebe und in Wasser löse, dann bekomme ich eine blau gefärbte Flüssigkeit. Hier sind jetzt Jod-Stärketeilchen drin. Die zeichne ich euch mal kurz an die Tafel. Das hier ist jetzt einfach mal vorgestellt, ein Jod-Stärketeilchen. Auf der anderen Seite habe ich Kaliumpermanganat. Kaliumpermanganat ist ein Salz. Wenn ich das im Wasser löse, bekommt das Wasser eine lilane Farbe. Also meine Kaliumpermanganat-Teilchen sind lila im gelösten Zustand. Auch diese zeichne ich euch jetzt kurz an. Dieses lila Teilchen hier ist das Kaliumpermanganat-Teilchen, so wie wir uns das jetzt mal vorstellen. Ich habe die beiden Lösungen nun bereits in diese beiden Zylinder gefüllt und werde die nun mit Zellophanfolie, auch Einmachfolie genannt, verschließen. Diese Einmachfolie sieht unter dem Mikroskop ganz besonders aus. Dieses Bild zeige ich euch jetzt. Ihr habt gesehen, die Zellophanfolie hat wie so kleine Löcher dazwischen. Die sind aber so winzig klein, dass ich die im Normalfall durch diese Folie gar nicht sehen kann. Damit verschließe ich nun meine beiden Zylinder. Die beiden Zylinder sind nun verschlossen. Ich kann die jetzt nehmen und auf den Kopf stellen. Und ihr seht, dass die jetzt erstmal dicht sind. Ich werde die beiden nun absenken ins Wasser und was dann passiert, das beobachtet ihr jetzt mal bitte ganz genau und probiert dann auch das zu erklären. Was man nun sehr schön sehen kann, ist, dass bei unserer Jodstärkelösung nichts austritt, während bei unserem Kaliumpermanganat wir ganz klar sehen können, wie hier lilane Schlieren, wie der Farbstoff rauskommt und so lilane Schlieren nach unten fährt. Warum ist das jetzt so? Hierbei hilft uns die Teilchengröße. Wir haben uns die Zellophanfolie angeschaut in der Nahaufnahme und konnten feststellen, dass diese Folie sehr, sehr kleine Löcher hat. Unsere Kaliumpermanganat-Teilchen gehen nun genau durch diese winzig kleinen Löcher durch, was wir daran sehen können, dass sich die Farbe verändert und auch an diesen Schlieren, die nach unten laufen. Genau da, an diesen Stellen, ist das Kaliumpermanganat durch die Löcher gelaufen, nach unten gelaufen. Unsere Jodstärketeilchen dagegen sind zu groß. Die kommen gar nicht durch die Lücken durch, die bleiben daran hängen. Dieses Experiment beweist also, dass
diese beiden Teilchen verschiedene Größen haben. Das ist genau die Aussage, die wir im Stoffteilchenmodell haben. Wir haben verschiedene Teilchen, die verschieden groß sind und verschieden schwer. Und die verschiedene Größe konnten wir jetzt genau damit zeigen und genau damit beweisen, dass die einen es durchschaffen, die anderen nicht. Das war Teil 1. Nun kommen wir zu Teil 2. Anstelle der Zellophanfolie nehme ich jetzt im zweiten Teil des Versuchs Frischhaltefolie oder auch Klarsichtfolie genannt. Wie diese unter dem Mikroskop ausschaut, zeige ich euch jetzt. Dazu sage ich jetzt gar nicht mehr arg viel, sondern da geht es mir jetzt darum, dass ihr selber mitdenkt. Was passiert nun, wenn ich dasselbe Experiment wiederhole? Ich habe die jetzt mit Klarsichtfolie verschlossen, drehe sie nun um und tauche sie ebenfalls ein. Überlegt euch das ganz kurz, bevor ihr das Video nachher zu Ende schaut. Starten tue ich wieder mit meiner Jodstärkelösung. Wie ihr hier sehen könnt, passiert wieder nichts. So war es auch zu erwarten. Auch hier wieder, die Teilchen kommen nicht durch die Folie hindurch. Nun kommen wir zu unserer Kaliumpermanganatlösung. Anders, wie vielleicht jetzt vorhin zu erwarten war, nach dem ersten Teil des Experimentes, läuft hier auch kein Farbstoff aus. Auch meine Kaliumpermanganatteilchen kommen hier nicht durch, wie ihr sehen könnt. Woran könnte das nun liegen? Dies liegt daran, dass, wie ihr es auf dem Bild schon gesehen habt, unsere Frischhaltefolie gar keine Löcher hat. Die ist komplett zu, die hat keine Löcher, das heißt, hier können die Teilchen natürlich auch nicht durch. Warum habe ich dieses Experiment jetzt nochmal gemacht? Einige von euch haben vielleicht bei Versuch Nummer 1 sich überlegt, vielleicht hat das Kaliumpermanganat ja auch angefangen, die Folie zu verätzen oder über irgendwelche anderen Wege da durchzukommen. Um dies auszuschließen und zu beweisen, dass es wirklich nur an der Folie lag, dass diese Löcher hat und deshalb die kleinen Teilchen durchkamen und die Jodstärketeilchen zu groß sind, um durchzukommen, habe ich das jetzt nochmal wiederholt. Ihr seht, es liegt ausschließlich an der Teilchengröße, ob bei der Zellophanfolie ein Stoff jetzt durchkommt oder nicht. Hier habe ich keine Löcher, das heißt, hier kann letztendlich auch nichts passieren. Ich hoffe, dass mit der Teilchengröße ist noch mal ein bisschen klarer geworden und jetzt verständlich, dass wir wirklich nach dem Stoffteilchenmodell verschiedene Teilchengrößen haben, die dann auch verschieden funktionieren bzw. verschiedene Eigenschaften haben. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.